Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um 5 YouTube-Kanäle, die ich mir selber persönlich gerne anschaue. Die zeige ich euch einfach mal. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es um 5 YouTube-Accounts, die ich mir persönlich auch sehr, sehr gerne ansehe. Und ja, ich wollte euch einfach mal quasi euren Horizont erweitern. Vielleicht kennt der eine oder andere die Leute auf jeden Fall nicht und die sind sehr, sehr cool. Und ich will gar nicht lange drum herum reden, deswegen schauen wir uns die Accounts einfach mal an. So Leute, Account Nummer 1 ist der liebe Sammy Roma. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, aber der liebe Sammy macht sehr, sehr starke Videos. Er ist auch so im Modebereich. Also alle 5 Accounts sind natürlich im Modebereich unterwegs, aber der liebe Sammy macht sehr coole Videos, sehr cool umgesetzt, wirklich inspirierend etc. und hat sehr starke Styling-Tipps, sehr im Streeting-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner davon von den 5 Accounts nicht im Streeting-Bereich ist, aber darum soll es auch gar nicht gehen, denn die sind auf jeden Fall alle stark für sich. Ihr könnt den lieben Sammy gerne abchecken, wie gesagt, er macht sehr coole Videos und ich zeige euch das mal ganz kurz. Erklärt das cool, er macht dann auch immer sehr coole ja, so B-Roll-Sachen. Ich glaube nicht, dass er seine Videos alleine macht, er hat auf jeden Fall immer Hilfe von irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob es seine Freundin, ein Kollege ist etc. Aber wie gesagt, er macht das sehr, sehr stark und meiner Meinung nach auf jeden Fall ein YouTube-Account, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Dementsprechend, das ist Account Nummer 1, der liebe Sammy, checkt ihn auf jeden Fall ab. Ist eine dicke, dicke Empfehlung von meiner Seite aus. Er hat einen sehr, sehr coolen Stil, sehr coolen Account und ich hoffe, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als er jetzt schon hat. So Leute, kommen wir zu Account Nummer 2 und Account Nummer 2 ist der liebe BHP DAO, macht sehr, sehr starke Videos, immer ein bisschen auf die humorvolle Art und Weise ein bisschen eingepackt, hier sieht man das auch im Thumbnail, hat auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen eigenen Style und ich weiß genau, er ist ein riesiger ASOS-Fan, also er hat immer sehr coole Preis attraktive Tipps für euch und ja, auf jeden Fall ein sehr cool Style. Ich glaube, auch er ist aus Düsseldorf und könnt ihn auf jeden Fall abchecken, hat das Ganze wirklich, setzt das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr cool um und er hat mich auch schon mal in dem Video erwähnt, ist auf jeden Fall wesentlich größer als ich, aber der liebe BHP DAO könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Wirklich eine dicke, dicke Empfehlung von meiner Seite aus, ist ein sehr, sehr nicer Kanal. So Leute, kommen wir zum Account Nummer 3 und Account Nummer 3 sind die Jungs von Hypekicks. Das sind zwei Jungs, soweit ich weiß, aus Hamburg, die machen sehr, sehr nice Arbeit, sind auch sehr im Streeting-Bereich unterwegs, haben immer sehr coole Infos über die aktuellen Sneaker-Trends, die aktuellen Sneaker-Releases etc. Und ja, falls ihr solche Infos haben wollt, checkt auf jeden Fall den Kanal aus. Die Jungs machen sehr, sehr geile Arbeit und kann ich echt wärmstens weiterempfehlen. Dementsprechend gucke ich da so gut wie immer rein und dementsprechend würde ich euch sowas auf jeden Fall empfehlen. Die Jungs sind sehr sympathisch, sind auf jeden Fall wesentlich jünger als ich, aber haben auf jeden Fall einen sehr coolen Stil und haben auf jeden Fall ihren Weg gefunden und nicht unverdient in der Größe. Und ich denke, das Ganze hat auf jeden Fall noch ja, Luft nach oben, da kann doch auf jeden Fall viel wachsen und auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung an die Jungs von Hypekicks. So Leute, kommen wir zum nächsten Account und der nächste Account ist der liebe Ray Mia und zwar ist das eine, ja, ein Ami-YouTuber, nicht allzu groß im Verhältnis gesehen, es gibt ja wirklich riesige YouTube-Fashion-Accounts, aber der Ray Mia, der liebe Ray Mia, er kennt mich persönlich auch gar nicht, aber den Account gucke ich sehr, sehr gerne, weil er hat wirklich, wirklich einen ganz besonderen Stil. Immer so ein bisschen Jordan-lastig, aber wirklich in einem ganz coolen Stil und ich glaube, er kommt aus New York und wirklich eine dicke, dicke Empfehlung, weil er meiner Meinung nach sehr inspirierende, sehr Trend, vorausschauende Sachen macht und auf jeden Fall, checkt auf jeden Fall den Account von Ray Mia ab, ist wirklich eine dicke Empfehlung ausgesprochen. So Leute, und dann kommen wir zum letzten Account, den ich auf jeden Fall für euch am Start habe und das ist der liebe Keezy TV. Ist glaube ich ein YouTuber aus irgendwie Kalifornien, ich schätze mal San Diego oder LA oder so und er ist auch der Trend so ein bisschen voraus, sehr streetlastig, ist auch ein riesen Babestar-Fan etc. Er verabscheut so diese ganzen Übertrends, nimmt das auch gerne mal hops, aber er hat mit vielen Dingen einfach wahnsinnig recht und sind wirklich coole, inspirierende Sachen dabei. Dementsprechend checkt auf jeden Fall den lieben Keezy TV ab, ist eine dicke Empfehlung, wer das Ganze auf Englisch, wen es nicht stört, macht sehr nice Videos und würde ich euch wärmsten empfehlen, den Account abzuchecken. Denn er war mit vielen Trends schon seiner Zeit voraus. Er hat so Sachen wie Chrome Hearts etc. schon sehr, sehr früh auf dem Radar gehabt.
Und ihr könnt ihn auf jeden Fall abchecken und hat wirklich einen sehr, sehr nicen Stil. Und alles noch, auch noch preislich im Budget, wo ich mir denke, hey, da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Auch auf jeden Fall an dieser Stelle eine dicke Empfehlung für seinen Kanal ausgesprochen. So Leute, das war es an der Stelle. Es war wirklich nur ein kürzeres Video. Ich wollte das Ganze heute nicht ganz so lang halten, weil ja morgen kommt auf jeden Fall das Heiligabend-Video. Morgen geht's an meinen lieben Kleiderschrank. Und ich kann es schon mal vorweg sagen, morgen gibt es mehrere Sachen zu gewinnen. Deswegen ist heute nichts im Weihnachtskalender für euch dabei. Ich habe das heute bewusst rausgelassen, weil morgen werde ich meinen Kleiderschrank ausmisten und das Ganze, ein paar coole Pieces für euch am Start haben, von denen ich mich für euch trenne. Und die könnt ihr auf jeden Fall morgen im Video auf jeden Fall gewinnen. Deswegen checkt morgen auf jeden Fall das Video ab und ich hoffe, das Ganze gefallen. Wir sehen uns morgen wieder, wie gewohnt, zur gewohnten Zeit. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag noch. Peace, Leute. Ciao.